Gerne. Ja, mein Name ist Klaus Kremers und ich bin zuständig bei Mainz für alles rund um Ökosysteme. Wir wollen wirklich zusammen mit unseren Kunden, mit unseren Partnern arbeiten und haben dafür einige Formate uns überlegt. Nicht nur die Challenge, deswegen ganz kurz sozusagen dass die Themen vorweg. Einmal geht es bei Mainz ganz intensiv um Networking. Wir wollen die Themen nicht nur online machen, sondern auch offline. Wir möchten euch zusammenbringen mit den Kunden, mit den Partnern, die wirklich geile Lösungen haben. Kurzer Werbeblock oben in der Mainz 4 Lounge oben, da findet man noch mehr Lösungen von unseren Partnern. Dazu müssen wir Matchmaking machen. Also ich sage immer so, alle 15 Minuten verliebt sich ein schwäbischer Werkzeugmaschinenhersteller in ein Berliner Startup. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir gewonnen in Deutschland. Wir brauchen dazu Kreativität. Das funktioniert zum Beispiel auch in Berlin tatsächlich, aber auch in anderen Orten wie der Arena 2036, wo wir gleich in der Challenge zu kommen, wo wir wirklich mit unseren Kunden Co-Creation machen können und Co-Ideation machen können. Natürlich gibt es das ganze Thema Trainings. Also ihr kriegt von Mainz für alles, was ihr braucht, um loszulegen, die Developer anzusprechen und direkt zu starten. Und ganz neue Formate. Letztes Jahr mit euch zusammen kommen wir sofort zu eben genau das Thema Fast Ramp Up. Und jetzt genug von mir. Wenn es zu den Themen Fragen gibt, einfach auf mich zukommen. Denn nächstes Jahr starten die Meetups mit Mainz wirklich vor Ort. Wir starten am 15. Januar in Stuttgart. Das soweit von mir. Und jetzt geht es Richtung Fast Ramp Up. Und Fast Ramp Up geht nur mit Kunden, geht nur mit Partnern. Und deswegen haben wir zusammen mit der Mainz World das Ganze gestartet. Ulf, was ist denn überhaupt die Mainz World? Wir haben es gerade von Rosi gehört, aber nochmal aus deinen Worten. Und was habt ihr beigetragen? Ja, die Rosi hat es ja gerade schon ein bisschen erzählt. Wir sind ein unabhängiger Verein, interdisziplinär. Ja, und wir sind vielleicht ein bisschen eine Partnervermittlung fürs IoT. Und wir wollen nämlich genau das. Wir wollen solche Use Cases initiieren, Kollaboration, neue Zusammenarbeitsformen. Da sieht man jetzt hier, das sind unsere Gründungsmitglieder. Das sind diese schwäbischen Maschinenbauer, aber auch zum Beispiel der Bader aus Lübeck ist dabei, Fischkopf. Und mittlerweile haben wir aber ganz, ganz viele. Wir sind 71 Mitglieder in Deutschland. Wir sind 135 Mitglieder weltweit. Und alle, die arbeiten in diesen Topf hinein. Und ein paar von denen haben jetzt an der Fast Ramp Up Challenge mitgemacht. Und da wollen wir euch in einem kurzen Video mal zeigen, was da so abging. Wichtigste Erfahrung, die wir gesammelt haben, ist, dass man in einem Ökosystem zusammenarbeiten muss mit den Expertisen der einzelnen Lieferanten und man kommt zu völlig neuen Erkenntnissen. Es dreht sich viel um Transparenz von Daten, von Informationen. Daten in Planungsphasen wurden ausgetauscht. Hier in der Fast Ramp Up Challenge geht es ja genau darum, dass man nicht für sich alleine innoviert und für sich alleine auf gute Ideen kommt, sondern dass man eben diese ganzen Disziplinen zusammenbringt. Was ich mir ganz konkret vorstellen kann, ist sicherlich, dass man eine Produktionsumstellung, also sprich eine neue Produktvariante beispielsweise, hinbekommen kann innerhalb von 2 Tagen. Wir verfolgen immer das Motto Machen statt Quatschen. Ja, hallo nochmal von mir, Helmut Ramsauer. Ich durfte diese coole Truppe, die wir gleich auf der Bühne sehen, begleiten. Und was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben ja im Grunde ein ganzes Rudel von Firmen zusammengebracht, die dann echte Lösungen geschaffen haben. Null Verträge, Super Spirit, agil. Wir haben immer gesagt, wir sind im Grillparty-Modus unterwegs. Und wie lief diese Grillparty ab? Ganz kurz, wir haben uns am Anfang überlegt, ist denn Fast Ramp Up ein Thema? Und haben zurückbekommen, ja, aber hallo, ist das ein Thema in Zeiten gesättigter Märkte, von Technologiewechseln? Und haben dann eine Sounding-Scouting-Phase abgeschlossen, haben ein Bootcamp gemacht mit Experten,
werden. Ein Teil davon sehen wir gleich auf der Bühne, haben auch uns gefragt, kann das klappen? Also kann das klappen insbesondere auch, dass da 10, in der Spitze 20 Firmen einfach mal so unkompliziert miteinander zusammenarbeiten und was schaffen? Und haben gesagt, ja, das kann klappen. Wir haben dann das Management der Firmen einbezogen, die gesagt haben, wir wissen noch nicht genau was, aber wir werden da was bauen, was zu dem Thema Fast Ramp-Up beiträgt. Wir haben uns den Werker ausgesucht, den Werker der Zukunft, für den wir das auch machen, der ein wichtiger Erfolgsfaktor ist bei dem Fast Ramp-Up, und hatten im Grunde sowas wie eine Art Speed-Dating dann in der Mitte, der Pitch-Day und das Teaming. Da kamen die Gruppen zurück mit ihren Ideen. Wir haben einfach mal kunterbunt zusammengemischt, große Mittelständler, kleine Startups, die man sonst vielleicht nur auf einer Party sieht, die haben sich da zu Teams zusammengefunden, und man sagt immer, der klassische Mittelstand oder gar Konzerne sind oft so kompliziert, so langsam, und die sind aber da wirklich in agilen Teams, in zweiwöchigen Sprints da durchmarschiert, auch mit Startups einfach am Tisch unkompliziert zusammen, und haben dann bis zum Oktober technische Lösungen realisiert, die wir gleich sehen. Und jetzt gehen wir weiter und bauen das stabiler, sodass wir diesen Grillparty-Modus auch in reale Projekte reintragen können. Aber jetzt eigentlich schon mal vorweg ein Applaus für die Teams, die das so unglaublich schnell und unkompliziert geschafft haben. Und jetzt kommt das Team 1 zum Thema Robotik. Denkt dran, ihr müsst es ganz nah ranhalten. Ja. Ist es an? Genau. Ist das an? Ja, super. Ah, super. Okay. Dann, ja, mein Name ist André Teilig von der German Edge Cloud. Mein Kollege Michael Cornell. Wir wollen euch heute unseren Use Case vorstellen, den wir mit der Firma Bär gemeinsam und mit Siemens Mainz 4 entwickelt haben. Es geht um FTS-Systeme, fahrerlose Transportsysteme. Und die Firma Bär Automation hat uns dazu einige Anforderungen gegeben, die wir gemeinsam gelöst haben. Kurze Vorstellung der beiden Firmen, Problemstellung und dann auch der Use Case selbst, der von Michael dann nochmal im Detail gezeigt wird. Wer ist die Firma Bär? Eigentlich sollte heute Herr Ehrmann oder Herr Bär auch da sein, die sind aber mussten sich kurzfristig entschuldigen, deshalb probiere ich das. Firma Bär, ein typischer Mittelständler im Bereich Sondermaschinenbau, der sich in den letzten Jahren sehr stark fokussiert hat auf fahrerlose Transportsysteme, speziell in der Automobilindustrie. Aktuelle Themen in diesen Bereichen sind autonome Navigation, Flottenmanagement, aber auch der Wechsel, Transformation von FTS, HEVs hin zu cyberphysischen Gesamtsystemen. Die Anforderungen oder die Problemstellung, die wir von Bär, aber auch von anderen FTS-Herstellern bekommen haben, hier nochmal zusammengefasst. Meist ist es so, dass Firmen solche Logistiksysteme einführen, in dem Sinne, dass Logistik natürlich automatisiert werden soll, optimiert werden soll. Sehr selten besteht aber eine Kombination auch mit der eigentlichen Produktion. Das heißt, eine vorgelagerte IoT-Analyse verschiedener Systeme, der Prozesse, die es gibt und die es geben soll, wird meist erst dann gemacht, wenn das Projekt auch startet. Problemfall an uns herangetragen, das Onboarding eines neuen FTS-Systems, das heißt eines neuen fahrerlosen Transportfahrzeugs, was derzeit sehr manuell und sehr zeitaufwendig geschieht.
Und zwar muss die gesamte Konfiguration der Maschinen, aber auch des Systems einzeln herausgezogen werden und dann die neue Konfiguration auf das neue System aufgespielt werden. Das kann der Betreiber, das heißt also die Produktion selbst nicht machen, es muss der Hersteller machen. Der Hersteller wird gerufen und muss ein zusätzliches System dann anbinden, was im Durchschnitt eine Woche dauert. Eine ideale Problemstellung für uns. Wir haben uns dem angenommen und konnten dann innerhalb der Challenge auch den Use Case die Lösung liefern, das auf wenige Stunden zu reduzieren. Und überhaupt, du kannst German ja Edge, da... German Edge Cloud, dann auch zu uns. Wir sind ein relativ neues Unternehmen, Digitalunternehmen der Friedhelm-Loh-Gruppe, wurden vor anderthalb Jahren gegründet, arbeiten sehr eng mit den Schwesterfirmen Rittal, Innovo Cloud zusammen. Rittal bekannt für Schaltschrankbau, Automatisierung in der Produktion. Innovo Cloud ist groß geworden als Private Cloud Anbieter aus Frankfurt mit einem eigenen Cloud-Betrieb und Rechenzentren noch in Deutschland. German Edge Cloud als Zielsetzung oder Zielsetzung der Gründung war, ein System anbieten zu können für IoT, für die Kunden, welches die Hardware, die Plattform, aber auch die Applikation in einem integriert und das Ganze as a Service anbieten kann mit Betrieb. Dann würde ich übergeben an den Kollegen Michael. Ja, ich habe ein eigenes Mikrofon, aber Dankeschön. Ja, zunächst mal vielen Dank an die Kollegen von Siemens, dass wir überhaupt dabei sein durften. Es hat viel Spaß gemacht und auch die Unterstützung war immer sehr kompetent in allen Bereichen. Ich darf jetzt kurz vorstellen, was wir tatsächlich gebaut haben. Jetzt wird es also hoffentlich ein bisschen spannend. Wir hatten das Glück, dass wir ein Produkt zugrunde legen konnten, das wir schon entwickelt haben. Das ist die Virtual Augmented Factory. Und dort nehmen wir quasi alle Daten, die in der Fabrik anfallen, auf, normalisieren die und haben quasi schon mal so ein virtuelles Modell von allem, was in der Fabrik vor sich geht. Und darauf basierend haben wir einen ganz, ganz kleinen Anteil für diese Ramp-Up-Challenge verwendet. Was haben wir genau gemacht? Wir haben uns erstmal mit der Firma Bär synchronisieren müssen. Wir hatten vorher überhaupt keinen Kontakt miteinander. Wir haben also ausgemacht, wie wir zusammen arbeiten wollen, haben uns dann immer wieder in der Arena getroffen in Stuttgart, haben wirklich so im Hackathon-Spirit uns getroffen, die Entwickler mit Laptops zusammengesetzt und Sachen entwickelt, ab und zu bei Siemens nachgefragt, wenn es irgendwo geklemmt hat, bei der Mainz 4-Anbindung. Und genau, unser Ansatz war, wir wollten auf jeden Fall was zeigen können heute, deswegen haben wir klein angefangen und dann nach und nach was nachgelegt. Es war insgesamt sehr unbürokratisch, also wir mussten keine Verträge abschließen und so weiter. War wirklich von Techie zu Techie. Und als Architektur kam dabei was relativ Einfaches raus. Das heißt, wir haben eine Edge-Lösung. Die Edge-Lösung steht dann zum Beispiel in der Fabrik und dort kommuniziert mit den fahrerlosen Transportsystemen. Wir haben aber auch eine Mainz 4. Die Mainz 4 ist dann ein Empfänger von Daten. Warum brauchen wir beides? Ganz einfach, wir haben Daten, die sehr häufig anfallen, zum Beispiel die Drehzahlen von irgendwelchen Motoren. Das können Sie natürlich auch in die Cloud schreiben, wenn Sie es, aber wahrscheinlich brauchen Sie es dort nicht. Vielleicht brauchen Sie auch eine Echtzeitreaktion auf irgendwelche Werte. Das sind Fälle, die man üblicherweise in der Edge löst. Dann möchten Sie aber wiederum vielleicht eine Handyanwendung haben, möchten Übersicht über Ihr Werk haben und da ist ganz klar die Cloud im Vorteil. Deswegen haben wir hier beide Systeme genutzt. Und was dabei rauskam, sind im Prinzip drei Arbeitspakete. Als erstes haben wir ein AGV-Dashboard entworfen, das herstellerunabhängig ist, damit ich eben in der Ramp-Up-Phase möglichst schnell, ohne erst irgendwelche Datenkonvertierungen und so weiter, starten kann. Das sehen wir unten links. Dieses Dashboard läuft in der Edge. Das läuft also ohne Internetanbindung. Hat dann eben die Vorteile, wie schon gesagt, man kann in höheren Datenfrequenzen aufnehmen, man hat Echtzeitfähigkeit in größeren Bandbreiten. Als zweites haben wir eine Anwendung an die Mainz 4, genau genommen an die CMOVE-Anwendung dort geschaffen. Das Ergebnis sehen wir auf der unten rechten Seite, oben rechten Seite. Dort sieht man den Cloud-Tier. Also die Informationen, die nötig sind, zum Beispiel die aktuellen Informationen, Positionen der Fahrzeuge, können Sie dann in der Cloud sehen. Und als drittes Arbeitspaket haben wir die Inbetriebnahme von Fahrzeugen beschleunigen wollen, was vorher eine Woche gedauert hat, weil man unter anderem auch mit dem USB-Stick zum Fahrzeug laufen musste, die Konfiguration abgleichen musste, konnten wir eben über drahtlose Übertragung deutlich beschleunigen.
Da wir in der Halle allerdings nur ein Fahrzeug zur Verfügung hatten, war die Testmöglichkeit natürlich eingeschränkt. Aber nichtsdestotrotz glauben wir der Aussage der Firma Bär, dass es schon etwas bringt. Natürlich ist es nur ein erster Schritt. Wir haben immer nur in diesen 48 Stunden alles nur angerissen, was man machen könnte. Auch die Mainz 4 bietet noch sehr viel mehr Möglichkeiten, die wir noch nicht angebunden haben. Wir können in der Edge noch viel mehr machen, aber die Vorgabe war nur mal 48 Stunden. Da haben wir uns dran gehalten. Ja, ansonsten möchte ich mich von unserem Team schon für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir hoffen, dass Sie vielleicht auch noch die Zeit finden, bei unserem relativ bescheidenen Stand vorbeizuschauen. Wir sind in der Halle 3C bei der Firma Rittal. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kleiner Zwischenapplaus für euch. Mega cool. Danke. Ja, vielen Dank. Und das war ja nicht das einzige Team, was gehackt hat, wie du es gesagt hast. Helmut, wir haben noch ein zweites Team, glaube ich, oder? Und da haben wir tatsächlich eine Mischung hinbekommen. Ein großer Mittelständlerkonzern wie KUKA, eine Reihe kleinerer Mittelständler, ein Startup-Team, das permanent zwischen Deutschland und USA pendelt. Die haben sich im Grunde eingeschwungen auf einen gemeinsamen Takt und haben inhaltlich eine ganz spannende Lösung gebaut, Schutzzonen um Robotik und AGV. Und ich bitte den KUKA-Kollegen auf die Bühne, der uns das erklären wird. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Also ich bin der Vertreter des Mittelständlers KUKA. Mein Name ist Thomas Binder. Ich zeige euch kurz, was wir da, oder leite ein, was wir gemacht haben. Wir haben uns um die Augmented Reality Optimierung mit dem digitalen Zwilling gekümmert. Wir haben ein relativ großes Team beieinander gehabt. Man sieht hier so ein paar Bilder, ein paar Eindrücke, meistens mit der Brille auf der Nase. Und genau, hatten auch diesen Grillparty-Modus, den der Helmut immer beschworen hat, mit uns immer bei uns dabei. Das zeigt auch dieses Bild. Seitens KUKA, wir haben einen KMR IVA beigestellt. Das ist ein AGV, ein fahrerloses Transportsystem, was gleichzeitig ein Roboter oben mitfährt. Und wenn ich so ein AGV betreibe in einer Anlage, dann kommen einige Fragen mit, die sich ein Werker stellt. Der Werker ist ohnehin, so wie wir jetzt uns immer gut verstanden haben, bei uns auch im Mittelpunkt gestanden, weil am Ende doch immer die Menschen alles betreiben müssen und dafür sorgen müssen, dass es funktioniert, egal wie weit wir schon in der IoT sind. Dieser Werker, der stellt sich einige Fragen. Ich fange mal, ich glaube, es ist rechts an, genau, rechts unten an. Der fragt sich, wie kann ich mich in einer Zelle bewegen, ohne dass ich das AGV zum Stoppen bringe? Erkläre ich gleich noch ein bisschen mehr, warum. Wo entfährt das AGV überhaupt als nächstes, dass ich nicht in den Weg hineinlaufe? An welcher Stelle passieren wie viele Fehler, wie viele Schutzfeldverletzungen, die meine Verfügbarkeit stören? Wie kann ich möglichst schnell den Grund für einen Ausfall von einem AGV überhaupt mitbekommen? Und wie lege ich meine Route im neuen Raum ohne Schutzfeldverletzungen fest? Technisch sieht das Ganze im Endeffekt so aus, unser AGV hier oben rechts in Grau, das ist das, was ich sehe, aber es hat über Laserscanner oder sonstige Scanner ein Schutzfeld um sich rum. Das Gelbe ist ein Warnfeld, da fährt das Gerät langsamer. Das Rote ist ein Schutzfeld, da bleibt es komplett stehen, um nicht mit dem Werker zu kollidieren, mit den Menschen, die da rumlaufen. Zusätzlich weiß jedes AGV irgendwie, wo es hinfahren muss. Grün hier in der Mitte ist das AGV. Ich habe dann eine gewisse Route vorgeplant mit den Punkten 1, 2, 3, 4, 5. Das wird das AGV abfahren. Gleichzeitig sieht der Operator weder das eine Bild noch das andere Bild, sondern für ihn fährt das Fahrzeug erstmal wild durch die Gegend. Wie jetzt hier rechts gezeigt, das ist der reale Aufbau. Also ich sehe hier keine Schutzfelder und ich sehe auch nicht, wo das Fahrzeug als nächstes hinfährt. Um ihm das aber zu ermöglichen, haben wir einiges noch getan dafür. Und wie das dann weitergeht, da würde ich gerne an den Eik weitergeben von der Firma IBA. Kurzer Applaus für den Eik. Danke. Vielen Dank, Thomas. Ja, also erstmal möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Eik Spieze, ich vertrete heute hier die Firma IBA. Was machen wir als Firma IBA hier in diesem Zusammenhang? Wir haben eigentlich eine echte Verbindungsarbeit geleistet zwischen verschiedenen Teilnehmern. Dafür nochmal herzlichen Dank auch an alle Teilnehmer für die gute Zusammenarbeit. Also, wir waren zuständig für den Bereich der Datenerfassung aus dem Prozessumfeld. Das bedeutet in dem Fall vom KUKA-Roboter bzw. auch einer zusätzlichen Steuerung. Wie sieht das Ganze eigentlich aus, was wir realisiert haben? Prinzipiell ist es so, wir haben uns mit dem Bereich der Datenerfassung beschäftigt. Das ist das, was wir schon seit Jahrzehnten sehr gut beherrschen. Datenerfassung, Datenvorverarbeitung, Datenausleitung und Datenanalyse.
Ganz konkret in unserem Anwendungsfall sah das so aus, dass wir eine Datenerfassung realisiert haben mittels eines Edge-Devices, haben Kommunikationsverbindungen zum KUKA-Roboter hergestellt, beziehungsweise zusätzlich zu der S7-Steuerung, haben die Daten erfasst, haben die Daten aufbereitet und per MQTT und MindConnect an die Abnehmer weitergeleitet. Zu guter Letzt hatten wir noch eine Funktion ausgefüllt, und zwar die Funktion der Simulation, weil es ist ja nicht so, dass gleich am Anfang alles funktioniert. Deswegen kann man das auch sehr gut simulieren in der Edge und damit letztendlich die weiterführenden Applikationen mit Daten versorgen, sodass sie letztendlich ihre Anwendung auch sehr gut demonstrieren und validieren können. So, das ist prinzipiell die Aufgabe, die wir ausgefüllt haben als echtes Bindeglied zwischen den verschiedenen Teilnehmern. Ich möchte gerne überleiten an den Tobias. Ja, mein Name ist Tobias Tack von Trebing und Himmstedt. Wir haben im Projekt den digitalen Zwilling der Produktionszelle bzw. des FTS-Fahrzeugs beigesteuert. Was verbirgt sich dahinter? Erstmal wollten wir einen Single Point of Truth schaffen, also eine zentrale Quelle mit Stammdaten, Solddaten, auf die sich alle Teilnehmer zuverlässig stützen können, um Situationen zu vermeiden, wo einfach verschiedene Perspektiven auf eigentlich dasselbe Objekt bestehen. Ganz generell ist die Idee von einem digitalen Zwilling, dass man ein virtuelles Abbild schafft von einem Asset, schon in der Designphase, das Ganze erzeugt, in der Herstellphase mit weiteren Daten anreichert, beispielsweise die verbauten Komponenten mit Seriennummern, Chargennummern und so weiter, und das Ganze dann letztlich an den Betreiber übergibt, der sich die schon vorhandenen Daten zunutze macht, vielleicht eigene Daten ergänzt, darauf ein Monitoring betreibt und Ähnliches. Und das Ganze wächst dann so im Stile eines Eisbergs von einem relativ kleinen Zwilling mit wenig Daten zu einem immer größeren Objekt an, wo ich sehr viele Informationen habe. Im Rahmen der Fast Ramp-Up Challenge sah das dann so aus, dass dieser digitale Zwilling im SAP Asset Intelligence Network abgelegt wurde. Es ist eine Cloud-Plattform, die dann wiederum mit der MindSphere kommuniziert hat, um Betriebs- bzw. Sollwerte weiterzugeben, Umrüste und Wartungsanweisungen beispielsweise zu übermitteln. Und das Ganze wurde dann an die Flexcell entsprechend weitergeleitet. Das sind nur sehr beispielhafte Inhalte von dem, was man mit so einem digitalen Zwilling eigentlich alles machen kann. Sind hier rot markiert, da sieht man, es ist ein Bruchteil davon. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Wen das Thema interessiert, kann natürlich gerne aufs Team zukommen. Kann sicherlich jeder das eine oder andere dazu sagen. Und ansonsten würde ich an Frank weitergeben, der die Rolle von Sciotech nochmal näher beschreibt. Ja, vielen Dank. Okay. Frank Seifert, Gründer und Geschäftsführer der Sciotech. Wir hatten jetzt diese spannende Aufgabe, diese verschiedenen Welten miteinander zu verbinden und eigentlich die MindSphere darzustellen als zentrales Element an dieser Stelle. Und man kann sich vorstellen, da treten schon mal diese Themen Konnektivität aus. Wie verbinde ich jetzt SAP, Daten eines digitalen Zwillings, mit KUKA-Daten? Und das war unsere Aufgabe. Ja, wir haben also hier diese Konnektivitäten hergestellt, verschiedene Schnittstellen implementiert und haben dann in einer MindSphere-Applikation dieses ganze Datenmanagement abgebildet, aus dem IBA-Gateway, quasi mit diesen Roboterdaten oder Shopfloor-Daten, in einem Dashboard visualisiert und dieses ganze Datenmanagement abgebildet. Dazu kommt natürlich noch, da will ich nicht vorgreifen, eine weitere Schnittstelle zur AR-Brille. Das wird Daniel gleich zeigen. Und so kann sowas dann aussehen. Man hat ein simples Dashboard erstmal in diesem Hackathon entwickelt, um auch die Fahrwege des AGVs zu zeigen. Wesentlich, und da ist ja eine Stärke von MindSphere, dann aber auch Datenanalyse, wie oft wurde die Schutzzone verletzt, wo wurde sie verletzt, muss ich vielleicht in meinem Shopfloor etwas ändern, und das ist natürlich eine Stärke von MindSphere, genau solche Datenanalysen dann mit diesen Daten zu haben und meinen ganzen Prozess zu optimieren. Und ja, jetzt kommen wir hier zum Daniel, der zeigt Ihnen jetzt noch, wie man das mit AR-Brille kombinieren kann.
Ja, hallo. Mein Name ist Daniel Seiler. Ich vertrete die Firma Augta. Und wir haben uns mit der Augmented Reality Technologie beschäftigt, um bis zum Werker vordringen zu können und damit einen spannenden Anwendungsfall zu schaffen. Augta, was wir machen, ist From Information to Application. Wir sind der Layer in Augmented Reality, der, wenn basierend auf der Infrastruktur, wenn die vorhanden ist mit IoT, Cloud, ERP-Systeme, das Ganze in passende Anwendungsfälle in Augmented Reality umzuführen. Und die Frage war, jetzt nochmal zum Anfang zurückzukommen, wie kann ich verhindern, dass ich im Weg stehe oder Umrüstwerkzeug auf der Bahn liegen lasse in einer Produktion mit automatisierten Fahrzeugen? Und die nächste Frage, die wir behandelt haben, ist, wie nah kann man an den AGV rangehen? Da ist die Problematik eben, dass es, man kann sich ungefähr die Schutzzonen vorstellen. Gleichzeitig befinden die sich aber immer in verschiedenen Modi. Gerade beim Andocken kann es dann sein, dass die Schutzzone nur 10 cm ist. Und genau dann ist eigentlich der Punkt, bei dem man die Instandhaltung oder einen Wartungsvorgang oder einen Umrüstvorgang zunimmt. Und wie kann man auch schneller arbeiten? Und genau, wir sind jetzt kurz in der Zeit, deshalb wir zeigen einfach, was wir gemacht haben. Das sieht man jetzt im Video. Da hat man jetzt in der Brille genau die Übereinanderlegung der Virtualität und der Realität in der Anlage. Und es liegt genau übereinander. Und der Matthias schaut jetzt gerade auf den AGV rauf. Der hat die Live-Position. Es bekommt 10 mal pro Sekunde die Live-Position aller AGVs. Und die Zahlen, die man sieht, das sind die Wegpunkte. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, mit den Händen im Raum die Wegpunkte anzusteuern und damit auch die direkte Verbindung zum Kuka Robotics Engineering zu machen. Ja, danke sehr. Und ja, ich gebe mal wieder über an. Wow, danke. Behalt es oder gibt es eins darüber? Coole Sache, wie massenhaft Technik. Und das Tolle ist, 5 Firmen, die sich eigentlich vorher nicht kannten oder kannten schon, aber keine Geschäftsbeziehungen hatten, haben hier wirklich im Grillmodus Rinderfilets gegrillt, finde ich. Also super Ergebnis. Wie geht's weiter? Ja, wir denken, wenn man das richtig macht, dann braucht man dann doch vielleicht den einen oder anderen Juristen dazu, der so ein bisschen was regelt. Wir können nicht nur grillen, wir müssen uns vielleicht einigen, wer es ist. Daran arbeiten wir und daraus wird ein Blueprint, den man dann einfach auch gemeinsam benutzen kann, um mal zu gucken, IoT braucht neue Zusammenarbeitsformen. Wir müssen in dieser Form, wie wir es hier vorgemacht haben, müssen wir auch in Zukunft arbeiten, damit es nicht so starr wird. Genau dafür gibt es den Verein. Wer noch Interesse hat, da oben, wo es orange ist, sind wir auch, kann man uns ansprechen. Und jetzt nochmal die German Edge Clouds dazu und super Sache, alle zusammen. Herzlichen Glückwunsch. Woo! Foto. Siemens. Ingenuity for life.